Ein Raunen geht durch unsere Reihen, als die beiden Männer den Propheten nach vorn führen. In dieser aufgeladenen Atmosphäre ergibt alles an ihm Sinn. Sogar die Ironie seiner Blindheit, seine Unfähigkeit, die Wunder zu sehen, die Gott durch seine Hände wirkt. Die Blindheit ist Bestätigung seiner Macht. Sie ist die Last, die er uns zuliebe trägt. Dass er in einem Raum ewiger Dunkelheit weilt, hat die Klarheit seines spirituellen Sehens mit den Jahren nur noch verstärkt. Er vermag mehr zu sehen, als wir je sehen werden. Als der Alte an der Kanzel anlangt, drehen seine Gehilfen ihn um, sodass er uns gegenübersteht. Er ist fast kahl. Unsicher klammern sich ein paar weiße Haare an die Seiten seines glänzenden Schädels und er trägt eine große schwarze Sonnenbrille. Von seinen Schultern fällt eine unförmige weiße Robe bis auf den Fußboden. Darunter trägt er eine fließende weiße Akbada. Schweigend verharrt er einige Augenblicke. Wir können in der Luft spüren, wie sich die Erwartung mit jedem Atemzug aufbaut. Plötzlich dreht er sich nach rechts und zeigt auf eine Stelle irgendwo an der Decke. »Ich befehle dir, diesen Ort zu verlassen!« schreit er, und wir wissen, dass etwas Bösartiges unter uns weilt. Wir untersuchen die Gegend, die seine blicklosen Augen prüfen, irgendwo im offenen Raum über unseren Köpfen. Wir können nicht das Geringste entdecken, aber wir erheben unsere Stimmen und antworten dem Ruf des Propheten. Kurz darauf sind unsere Stimmen ein kakophonisches Gemisch aus Yoruba und Englisch, das ruft und singt und spuckt und summt. Und dann spricht erneut der Prophet aus Nigeria. »Wir dürfen nicht aufhören zu beten, meine Damen und Herren. Hier sind Kräfte am Werk, die nicht wollen, dass dies ein erfolgreicher Gottesdienst wird. Doch wenn wir mit unseren Gebeten obsiegen, heißt das, dass sie gescheitert sind. Sie wollen aber nicht scheitern. Also können wir nicht erwarten, dass unsere Gebete einfach erhört werden. Wir müssen kämpfen!« Noch dicker rühren wir das Gemisch an. Wir werfen mehr Schreie und Gebete in die Bresche, bis wir eine Stimme nicht mehr von der anderen unterscheiden können. Nach mehreren langen Minuten hebt der Prophet schließlich die Hände. »Wir sind fertig. Es ist vollbracht.« Und wir feiern. Aber unserem Jubel fehlt es an Überzeugung. Wir haben noch nicht erhalten, weswegen wir hergekommen sind. Der Prophet räuspert sich und tastet mit der rechten Hand, bis er das Mikrofon findet. Er ergreift es, beugt sich darüber. »Seit 2 Monaten bin ich jetzt in den Vereinigten Staaten«, setzt er an und bewegt den Kopf rhythmisch nach links und rechts. »Ich war in New York, in Delaware, in Philadelphia, in Washington, in Florida, Atlanta und Minnesota, in Kansas und Oklahoma und zu guter Letzt bin ich jetzt hier.« Den ganzen Monat lang werde ich noch durch dieses Land reisen und überall die Nigerianer in diesem großartigen Land besuchen. Aber ich spüre in meiner Seele, dass sie die machtvollsten himmlischen Wohltaten genau hier ereignen werden. Wir jauchzen und brüllen und fallen einander um den Hals, weil seine Worte bestätigen, was wir seit Beginn dieses Gottesdienstes in uns gefühlt haben. Ich sage, dass hier die machtvollsten himmlischen Wohltaten geschehen werden, weil Gott mir gesagt hat, dass ihr seine treueste Herde in den Vereinigten Staaten seid. Ihr habt die Menschen zu Hause nicht vergessen. Ihr habt eure Eltern und Geschwister nicht vergessen, die euch hierher geschickt haben und jeden Tag für euch beten. Ihr seid hier an diesem Ort, in diesem Land der Versuchung, diszipliniert und tüchtig geblieben. Und Gott wird euch heute für all euren Fleiß und eure Treue belohnen. Einige heben die Hände und preisen den Herrn. Ein paar andere beugen die Köpfe, ein paar andere fangen vor Glück zu weinen an. Damit sich aber eure himmlischen Wohltaten erfüllen können, müsst ihr heute beten, wie ihr noch nie gebetet habt. Ihr müsst glauben, wie ihr noch niemals zuvor geglaubt habt. Die einzige Hürde vor diesen Wohltaten ist die Schwelle eures Glaubens. Ich werde heute nur über den Glauben sprechen. Wenn ich während meiner Besuche in diesem Land etwas gelernt habe, dann, dass Glauben nur denen möglich ist, die Dollars besitzen. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass der Glauben vor den Dollars kommt. Wenn ihr glaubt, dann werden die Dollars folgen. Erneutes Schweigen. Wir graben in unseren Herzen nach den Keimlingen des Zweifels, die darin wohnen. Viele müssen sich durch ein Dickicht aus Zweifel schlagen, bevor sie ihre Herzen wieder entdecken. Wir nutzen das Schweigen, um unsere Zweifel auszumerzen und beten, dass unsere Herzen für die übrige Zeit des Gottesdienstes rein bleiben mögen. Ich will euch sagen, dass sich heute und hier große Wunder ereignen werden. Über den heutigen Tag werden die Leute noch ewig reden.
Und das Einzige, das verhindern wird, dass ihr euren Anteil bekommt, ist euer fehlender Glaube. Amen. Gott sagt mir gerade, dass es jemanden gibt, der sich mit etwas Großem herumschlägt. Eine Behinderung, die schon seit vielen, vielen Jahren besteht. Wir verfallen in Schweigen, weil wir wissen, dass er über uns spricht. Er sagt mir, dass du schweigend unter diesem Problem gelitten und dieses Problem als Teil deines Selbst akzeptiert hast. Wir nicken zustimmend. Wie viele Demütigungen nehmen wir als natürlichen Bestandteil unseres Lebens hin? Ich bin hier bei euch, damit ihr erkennt, dass ihr die schlechten Dinge nicht länger hinnehmen dürft, die in eurem Leben so selbstverständlich geworden sind. Amerika versucht euch beizubringen, eure Rückschläge, euer Scheitern hinzunehmen. Jetzt ist es an der Zeit, sie von sich zu weisen, den Erfolg einzufordern, der euch rechtmäßig zusteht. Ich bewirke diese Wunder nicht, weil ich verehrt werden will. Ich bewirke diese Wunder, weil Gott durch mich wirkt. Und er hat mir die Gnade zuteil werden lassen, euch allen zu zeigen, was in eurem körperlichen und geistigen Leben möglich ist. Und nun sagt Gott zu mir, du da, komm nach vorn. Wir rühren uns nicht von der Stelle, weil wir nicht wissen, wen er meint. Du da, du da, komm nach vorn. Wir gehen nach vorn, schüchtern, langsam. Plötzlich drehe ich mich um und erkenne, dass ich nicht mehr Teil des Ganzen bin. Dann fällt mir auf, dass die Lichter zu grell sind und die drückende Luft des Raumes sich nebelgleich auf mein Gesicht legt. Mit einem Mal stehe ich im Mittelgang und sehe, wie der Blinde auf mich zeigt. Du, junger Mann, komm her! Komm nach vorn und empfange dein Wunder! Ich stehe einfach da und spüre, wie etwas Rotes und Furchteinflößendes in mir brodelt. Ich stehe da und der Prophet zeigt auf mich und ich spüre Hände, die mich schieben und nach vorn drehen. Mir bleibt nicht die Zeit, meinen Unglauben zusammenzufalten und zu verstauen. Dann stehe ich auf der Bühne neben dem Propheten. Der Prophet rückt an mich heran und legt mir eine Hand auf den Scheitel. Er drückt nach, bis ich vor ihm niederknie. Er drückt meinen Kopf vor und zurück. Junger Mann, vor dir liegen große Dinge. Und doch spüre ich, dass dich etwas quält. Da gibt es eine Krankheit, eine Unregelmäßigkeit, die deinen Körper in Besitz genommen hat und sich anschickt, auch von deiner Seele Besitz zu ergreifen. Sag mir, hast du Schwierigkeiten beim Atmen? Ich stelle fest, dass mich der indirekte Bezug auf mein Asthma überrascht. Nun bombardieren mich aus allen Richtungen die Zweifel. Mag sein, dass er mich röcheln hört? Wenn ich nervös bin, fällt mir das Atmen immer schwerer als sonst und im Augenblick bin ich mit Sicherheit nervös. Ja, Sir, antworte ich. Du brauchst es nicht zu bestätigen. Ich habe längst Zugriff auf deine Seele und der Heilige Geist verrät mir, welcher Heilung du bedarfst. Er streicht mit den Fingern über mein Gesicht und meine Brille fällt zu Boden. Alles verschwimmt. Wie lange trägst du schon Brille, mein Sohn? Seit ich 5 war, Sir. Und sag mir, wie schlecht siehst du? Richtig schlecht. In der Schule habe ich die dicksten Brillengläser von allen, solche, die meine Augen wie zwei riesige Fische aussehen lassen, die in zwei voneinander getrennten trüben Teichen schwimmen. Sehr schlecht, Sir. Der Prophet zieht seine Hand von meinem Kopf und ich spüre, wie er um sich schlägt, als schwämme er in Luft, bis ein Gehilfe schließlich das Mikrofon in seine tastende Hand schiebt. Wie ihr sehen könnt, Leute, weiß ich so einiges über Probleme mit den Augen, donnert er. Und obwohl es sich anhört, als versuche er einen Witz zu reißen, lacht keiner. Und seine Worte krachen gegen die Rückwand der Kirche und fluten ein zweites Mal und dann noch ein drittes Mal über uns hinweg. Ich will euch etwas sagen, fährt er fort. Er schwitzt ausgesprochen stark. Etwas von seinem Schweiß tröpfelt auf meinen Kopf, meine Kopfhaut brennt. Gott schickt uns diese Leiden, damit wir demütig werden. Damit wir gezwungen sind, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Deshalb sind wir alle auf die eine oder andere Weise behindert. Und der Grund dafür, warum sie in diesem Land Behinderungen akzeptieren, ist, dass diese Amerikaner keine Beziehung zu Gott aufbauen wollen. Sie wollen auf immer und ewig von seiner Gnade getrennt leben. Und ihr könnt heute schon sehen, was diesem Land widerfährt. Die Amen platzen aus vielen Mündern hervor, manche lauter, andere leiser, manche schroff, andere flehend. Ich werde also Gott jetzt bitten, diesen jungen Mann, der sich mit seiner Missbildung abgefunden hat, zu heilen. Doch bevor ich dich berühre, bevor ich den Heiligen Geist bitte, sein Werk zu verrichten, muss ich dich vor allen hier fragen. Bist du für ein Wunder bereit?
Ich starre die Kirchengemeinde an. Ich erkenne, dass einige nicken. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie ein Leben ohne Brille wäre. Doch jetzt macht sich die Vorstellung perfekten Sehens in meinem Kopf breit. Ich sehe mich, wie ich ohne die nerdigen, störenden Riemen Basketball spiele, die ich immer an meiner Brille befestige, damit sie mir nicht herunterfällt. Ich stelle mir Abende ohne Kopfschmerzen vor, Kopfschmerzen, die sich einstellen, nachdem ich stundenlang durch Linsen gespäht habe, die mir zu sehen erlauben, aber meine Augen ablehnen. Bist du bereit? Fragt er wieder. Ich bin bereit. Amen! 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 Ihre Amen bombardieren mich, ich ducke mich unter die harten Schläge ihrer spirituellen Verzweiflung. Ich spüre, wie etwas sehr Mächtiges durch meine Seele zieht, schreit der Prophet. Das wird ein großes Wunder. Bring mich zu den Jungen. Der Gehilfe neben mir steigt zur Bühne hinauf und hilft dem Propheten die Stufen herunter. Er stellt den Propheten vor mich hin und mir fällt auf, dass der Prophet jetzt noch kleiner scheint als zuvor. Er ist nur ein paar Zentimeter größer als ich. Sein heißer Atem macht meine Augen tränen. Auf einmal setzt der Prophet seine Sonnenbrille ab. Mit seinen blicklosen Augen starrt er mich an. Mir ist nicht wohl dabei und so weiche ich leicht nach rechts aus. Sein Gesicht folgt mir. Ich lehne mich leicht nach links und sein Gesicht folgt mir wieder. Auf seinem Gesicht beginnt sich ein durchtriebenes Lächeln einzunisten. Mein Herz fängt an, sich zu Tode zu hämmern. Hab keine Angst. Ich kann dich mit meinen spirituellen Augen sehen, sagt er. Und nach diesem Wunder wirst du, wenn du ein eifriger Christ bist, das auch können. Bevor ich noch antworten kann, schießt seine rechte Hand vor und er drückt mir auf die Schläfen. Ich stolper nach hinten, aber ich kann mein Gleichgewicht halten. Ich drehe mich um die vielen Menschen vor mir anzuschauen. Und auch wenn ich keine einzelnen Gesichter ausmachen kann, erkenne ich Verwirrung in ihren vielen mannigfaltigen Formen. Ich sehe, wie sich zufällige Mienen zum einheitlichen Ausdruck von Verwirrung verzerren. Es gelingt mir sogar, meinen Bruder in der Menge auszumachen, weil seine Anwesenheit im Raum als einzige der meinen zu gleichen scheint. Wir sind beide durcheinander, doch ist unsere Verwirrung mit Angst verschnürt. Der Geist des schlechten Sehens wirkt sehr stark in ihm und will nicht aufgeben, schreit der Prophet. Das Leben kehrt in die Kirche zurück. Es fühlt sich an wie Luft, die einen Ballon füllt. Ich sehe die Gehilfen des Propheten nicken und die erneuten Amen, die in meinen Gehörgang dringen, tragen alle einen Anflug von Entschlossenheit. Diese Heilung erfordert eine besondere Heilkraft des Heiligen Geistes. Kommt! Nehmt mir das Gewand ab! Der mir am nächsten stehende Gehilfe zieht ihm das Gewand über den Kopf und der Prophet steht vor mir, nun noch kleiner und weniger beeindruckend als zuvor. Während ich mit diesem Geist ringe, muss jeder im Raum beten. Ihr müsst beten, dass mir die Kraft zuwächst, die ich brauche, den Geist in ihm zu überwinden. Ich sehe, wie viele Köpfe sich im Gebet auf und ab bewegen und ich höre sie laut flehen, schnipsen und leidenschaftlich heulen. Der Prophet tritt vor und bläst in meine Augen. Und dann reibt er meine Schläfen. Ich halte mich aufrecht. Wieder bläst er und reibt er. Dasselbe. Er tut es erneut und wieder. Und jedes Mal werden die Gebete lauter und eindringlicher. Der Prophet rückt sogar noch näher an mich heran. Und als er diesmal auf meine Schläfen drückt, lässt er nicht wieder los. Er drückt meinen Kopf nach hinten, bis ich falle. Und der Gehilfe hinter mir fängt mich auf und legt mich sacht zu Boden. Endlich begreife ich. Ich bleibe auf dem Boden liegen, während seine Gehilfen mich mit einem weißen Laken bedecken. Ich höre, wie der Prophet über mir in die Hände klatscht und weiß, dass er betet. Das fluoreszierende Licht an der Decke strahlt so hell, dass das Licht sich mit mir zusammen in das Laken zu kuscheln scheint. Ich schmiege das körperliche Licht an mich. Einige Minuten später hört der Prophet zu klatschen auf. Es ist vollbracht! Heb den jungen Mann auf! Seine Gehilfen packen meine Arme und hieven mich hoch. Ich höre, wie Jubel sich in der Menge aufbaut. Form und Gewicht erlangt, aber der Prophet schneidet alles mit einem lauten Grunzen ab. Noch nicht! Es ist noch zu früh! Und, junger Mann, lass deine Augen zu! Mir wird klar, dass ich die Augen immer noch geschlossen habe und frage mich, woher er das weiß. Ich beginne, an Wunder zu glauben. Ich erkenne, dass sich bereits viele Wunder ereignet haben. Der alte Prophet kann mich sehen, obwohl er blind ist, und meine Augen fühlen sich, hinter ihren dünnen Lidern eingesperrt, irgendwie anders an. Ich denke an das Wunder meiner Familie, daran, dass wir trotz des Schreckens der plötzlichen Abreise meiner Mutter zusammengeblieben sind und ich denke sogar, dass es ein Wunder ist, dass ich in Amerika bin. Fast täglich erinnert mein Vater meinen Bruder und mich daran, wie viel Glück wir haben, dass wir in Armut in Amerika leben.
Er behauptet, dass alle unsere Cousins in Nigeria für diese Gelegenheit ihr Leben geben würden. Doch waren seine Worte bis hierher bedeutungslos. Verglichen mit dem, was ich im Leben bereits durchgemacht habe, verglichen mit dem Kummer, den meine Familie durchlebt hat, scheint die Angelegenheit mit meinem Sehvermögen fast schon nichtig. Natürlich kann ich geheilt werden. Das ist gar nichts. Gott hat schon mehr für mich getan, als ich mir träumen lassen kann. Bei dieser Heilung geht es gar nicht um mich. Es geht darum, den anderen, die weniger glauben, deren Glaube neu entfacht werden muss, zu zeigen, dass Gott immer noch in unsere Leben wirkt. Dann brüllt mir der Prophet ins Ohr: Mach die Augen auf! Meine Lider klappen auf und ich stehe genauso im Nebel wie zuvor. Die entkörperlichten Köpfe schwellen vor angestauter Freude. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kann sehen, schreie ich. Und der laute Jubel und das Schluchzen fühlen sich wie neue Kleider an. Wir müssen seine Augen testen, nur um sicher zu gehen. Wir sind noch nicht fertig, brüllt der Prophet. Und Unbehagen kriecht mir wie ein Tausendfüßler das Rückgrat hoch. Wir müssen es beweisen, damit die Zweifler unter uns und die Zweifler auf der ganzen Welt erfahren können, dass Gottes Werk Wirklichkeit ist. Ein Gehilfe stellt sich einige Meter vor mir auf und hält ein paar Finger hoch. Ich blinzle und beuge mich vor. Ich bete darum, dass ich es richtig hinkriege. 3, brülle ich, und die Menge jubelt noch lauter als zuvor. 4, rufe ich, und der Jubel selbst wird zur Empfindung. Sie schwebt noch durch den Raum, lange nachdem sich die Münder geschlossen haben. 1, schreie ich, und die Münder öffnen sich wieder, um einer neuen Art Freude das Leben zu schenken. Bei meinem ersten Besuch in einer nigerianischen Kirche habe ich gelernt, dass eine Gemeinschaft aus Lügen und Wahrheiten besteht. Beide müssen kultiviert werden, damit die Gemeinschaft überleben kann. An jenem Tag bewirkte der Prophet viele weitere Wunder. Mein Vater strahlte auf dem ganzen Nachhauseweg und ich hatte das Gefühl, irgendwie tatsächlich geheilt worden zu sein, obwohl meine Augen immer noch so waren wie vorher. An jenem Abend verstaute mein Vater, nachdem er meinen Bruder und mich zugedeckt hatte, meine Brille in einer braunen Papiertüte und stellte die Tüte auf den Nachttisch neben mein Bett. Du solltest sie als Beweis dafür aufheben, damit du dich immer der Macht Gottes erinnerst, flüsterte er mir ins Ohr. Als ich am nächsten Morgen erwachte und die Augen aufschlug, konnte ich rein gar nichts erkennen. Ich langte in die Tüte und setzte ohne nachzudenken die Brille auf. Wie durch ein Wunder konnte ich wieder sehen.